Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story. Es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. So. Weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Ernsthaft, es gibt Alternativen. Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur, bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissenen. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nick, Mann. Stopp, oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Ryan, verschwinden wir hier. Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Ich werde beweisen, dass Chris Hackett nichts damit zu tun hat. Er wollte, dass wir drinnen bleiben. Er war besorgt. Mir egal, was du denkst. Mir egal, was du denkst. Schnauze. Schön. Mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Hier wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil's von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie lange hast du noch? Eine Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du.
Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Hey, ich glaube nur nicht, dass hier irgendwer irgendwen wirklich kennt. Ich kenne Mr. H und er würde nie jemandem wehtun. Und ich weiß nun mal, dass er nicht so nett ist, wie du glaubst. Er will nur anderen helfen. Darum geht's im Camp doch. Und sonst nichts. Den Kids helfen. Ja, das glaube ich dir. Du weißt, was ich tun muss, oder? Ich weiß. Nur wenn er nicht mit sich reden lässt. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Du gehst vor. Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura. Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Hab dich! Pass auf, Fuß weg! So ein Scheiß! Alles okay? Laura? Es jagt das Blut, doch scheut das nass. Toll. Oh mein Gott, Laura! Ach du, heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit. Uns bleibt nicht viel Zeit. Bestimmt noch von den... Arbeitern. Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Hast du das gehört? Nicht sie.
Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Das entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht. Langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Auf damit. Oh Mann, ist das hoch. Wow. Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Ordentlich tief. Oh, wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? So habe ich das nicht gemeint. Ich komme schon seit Jahren hier. Ich kenne diesen Ort, er ist ein zweites Zuhause, weißt du? Früher, zumindest. Und deine Freundin? Caitlin, sie heißt doch so. Sie scheint auf dich zu stehen. Ja, sie... Sie ist scharf auf mich. Und Dylan auch. Oh, du bist aber echt bescheiden. Ich sag's nicht, um anzugeben. Es ist halt so. Sie machen kein großes Geheimnis daraus. Und was ist mit dir? Wen magst du lieber? Weiß ich nicht. Ich mag beide. Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Du isst wohl eine Menge Spinat. Also, willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich?
Sieht gut aus. Vorsicht, Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Bestimmt noch gut. Gut, dann trink mal. Die Hackets waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Na los, wir müssen weiter. Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir?